Hallo, hier ist Philipp Haas von Investors TV und ich mache vielleicht etwas Frevelisches jetzt, denn ich möchte ein bisschen Warren Buffett kritisieren und die Fehler, die er auch in den letzten 10, 15 Jahren gemacht hat. Ja, aber also ich kenne ihn wirklich sehr gut. Also ich habe viele Bücher drüber gelesen. Ich habe alle seine Geschäftsberichte seit, glaube ich, 67 durchgelesen. Also ich habe das schon sehr lange verfolgt und war definitiv ein Investor, der mich auch geprägt hat. Wobei mehr, sag ich mal, der späte Warren Buffett, der mehr Fokus auch auf Qualität gelegt hat. Also eher eigentlich so der Einfluss von Charlie Munger. Trotzdem muss man auch darüber sprechen, dass er auch nicht alles richtig gemacht hat. Es können natürlich Sachen immer schief gehen. Ja, auch die besten Investoren haben vielleicht eine Trefferquote von 60, 65%. Aber er hat auch ein paar vermeidbare Fehler eigentlich gemacht, was man ihn schon auch vorwerfen kann, beziehungsweise auch vielleicht mit dem Alter erklären kann, denn er geht dann jetzt schon auf die 90 zu. Und deswegen kann man schon irgendwann die Frage stellen, ist er zu alt? Wir sehen hier, die Underperformance zum S&P 500 über die letzten 10 Jahre hat sich jetzt vor allem durch die aktuelle Krise eigentlich verfestigt. Also der S&P 500 ist diese lila oder pinke Linie. Und wir sehen aber auch, dass es natürlich sehr ähnlich wie der Index läuft. Das ist ein Indexschwergewicht, das ist breit aufgestellt. Also es ist immer noch auch eine Alternative zum S&P 500 ETF. Also wenn ihr zum Beispiel sagen wollt, ich möchte mit einer Aktie einfach den amerikanischen Markt abdecken, dann ist Berkshire Hathaway immer noch eine gute Möglichkeit, vor allem wenn man vielleicht viele Digitalfirmen hat und man möchte die Old Economy qualitativ hochwertig abdecken. Und natürlich für die aktuelle Krise kann er nichts, aber sagen wir mal für den vielleicht größten Investor aller Zeiten ist es natürlich schon jetzt 10, 15 Jahre, den Markt nicht outperformt zu haben, obwohl man ja doch auch einige Vorteile hat. Ja, auch ein bisschen schade, ja. Aber fangen wir mal mit den Fehlern an. Ja, das erste ist, was wirklich, glaube ich, doch ein krasser Fehler war. Also in einem seiner Geschäftsberichte der hat nämlich schon mal Airlines gekauft, hat er gesagt, ich habe jetzt jemanden eingestellt, dessen einzige Aufgabe ist, mich davon abzuhalten, je wieder Airlines zu kaufen. Ja, aber zuletzt war er wirklich stark auch investiert in Airlines. Klar, die sahen günstig aus, aber sind qualitativ eigentlich sehr schlechte Firmen, ja, weil es gibt einen krassen Preiswettbewerb. Es ist eigentlich ein Commodity-Business und auch selbst die amerikanischen Airlines sind ja vom Service oder sowas nicht gut. Und jetzt hat er sie auch in der Krise geschmissen. Muss man auch mal wieder gucken, ob das richtig war. Verstehe ich natürlich auch, dass man nicht vom Staat irgendwie abhängig sein möchte und es natürlich auf Jahre hinaus der Flugverkehr belastet ist. Kann man natürlich jetzt auch nicht so vorhersehen, aber wenn eine Krise ist, ja, sei das irgendwie Terrorattacke oder Wirtschaftskrise, dann sind eigentlich vielleicht Airlines immer irgendwie belastet. Und deswegen ist das, glaube ich, schon ein vermeidbarer Fehler, dass er vielleicht da diesen niedrigen KGVs und Bewertungen ein bisschen, sag ich mal, erlegen ist und es war sicherlich schlecht. Das zweite, was ja auch ein bekanntes Investment von ihm war, wo er auch selber gesagt hat, er hat es viel zu teuer gekauft, Kraft Heinz. Da kann man dann auch sagen, ja, aber diese Trends, dass die Marken nicht mehr ganz so wichtig sind, die bestehen ja schon seit vielen Jahren und er hat es auch wirklich teuer gekauft, ja, also irgendwie jenseits der 20. Und das ist halt auch so, was ist dann der Edge, weil das kann ja auch irgendwie jeder machen, so eine Consumer-Marke jenseits der 20er KGV kaufen. Und was vielleicht der zweite Fehler ist, die Aktie kam ja mal richtig runter, aber der hat er auch nicht groß nachgekauft. Ja? Weil es hat sich auch nicht so viel geändert. Da hätte er eigentlich dann die Firma vielleicht sogar übernehmen können oder seinen Anteil vergrößern können, weil sie hat sich ja auch dann wieder erholt. Ja? Weil wenn er sagt, es ändert sich nichts, dann wäre das ja eine bessere Kaufchance gewesen. Also ist auch ein bisschen inkonsequent. Ja? Das Dritte, er hat auch schon seit vielen Jahren oder vor vielen Jahren gesagt, dass eine Cash-Reserve über 100 Milliarden eigentlich nicht zu rechtfertigen ist. Sie brauchen natürlich für die Versicherung ein bisschen Cash-Puffer von, glaube ich, 20 Milliarden. Verdoppeln wir das nochmal, um ruhig zu schlagen, 40 Milliarden. Aber Cash-Reserven von 120 Milliarden, wir sehen es hier im Vergleich zur S&P 500-Entwicklung. Das ist natürlich in der aktuellen Niedrigzinsphase, kostet es schon massiv Rendite und ist einfach auch zu viel. Ja? Und du kannst mir auch nicht erzählen, dass in den letzten 10 Jahren es in Amerika gar keine Opportunitäten gab, wo man ein bisschen Rendite hätte erzielen können. Also er hat diese Makro-Seite mit den Negativzinsen schon auch falsch eingeschätzt und war vielleicht auch so ein bisschen
zu ängstlich, was vielleicht auch der vierte Fehler war, weil es gab jetzt auch keine große Übernahme. Die letzte war Precision Parts und davor hat er die Eisenbahn gekauft. Das ist auch jetzt schon alles eine gute Weile her und waren jetzt auch nicht so die Investments, wo man gesagt hat, okay, da kommt jetzt keiner drauf oder gibt es einen Riesenvorteil. Also die Eisenbahnen sind sehr kapitalintensiv und Precision Parts, so also ein Airline-Zulieferer, es hat auch relativ teuer gekauft. Und auch zum Beispiel in der letzten Krise, irgendwie seit es im Dezember 2018 oder auch jetzt, ja, er hätte zum Beispiel in Visa ist er investiert, da hätte er auch irgendwie so mal zukaufen können, wenn er sagt, er hat einen inneren Wert. Also hat er auch nicht gemacht. Also die Investmentwelt ist natürlich auch heute anders als in der Zeit, wo er groß geworden ist. Ja, da hat er noch einen Vorteil gehabt, wenn er den Geschäftsbericht schnell gelesen hat oder in seiner Gegend einfach Bescheid wusste, was alles passiert ist. Das ist natürlich jetzt alles schon hektisch geworden und halt auch die Digitalisierung spielt halt auch eine große Rolle. Ne? Und ist vielleicht kein direkter Fehler, aber was man sich auch mal Gedanken machen sollte, ist er wirklich so bescheiden oder die Person, die er nach außen gibt? Denn jeder hat natürlich eine Person, die er für die Medien gibt, aber es gibt auch eine Person im Privatleben. Und ich glaube, in dem Buch The Education of a Value Investor oder in einem Interview hat Guy Spier auch gesagt, die haben ja, glaube ich, so ein Mittagessen für 500.000 für ihn gekauft und sind so seine Fans. Er hat auch gesagt, ich mache eigentlich keine Fehler und ich würde den Markt immer schlagen, wenn ich irgendwie 2 Millionen nur managen müsste. Das sind natürlich schon Sätze. Er ist natürlich der größte Investor vielleicht der letzten 50 Jahre. Aber die stimmen halt auch nicht so, weil natürlich macht er auch Fehler und ich weiß auch nicht, ob in der heutigen Welt immer den Markt schlagen würde, weil halt viele Sachen kommen auch dazu von der Digitalisierung abhängen, wovon er halt echt wenig Ahnung hat. Das ist vielleicht kein Fehler, aber wir sollten halt vielleicht auch so ein bisschen arrogant geworden, was ja auch nur menschlich ist, ja, wenn man so erfolgreich ist, dass man sagt, alles, was man macht, wird dann gut. Das war halt die letzten 10, 20 Jahre auch nicht immer so. Ja, weil zum Beispiel Google und Amazon hat er komplett verpasst. Natürlich kann man jetzt sagen, es ist außerhalb von meinem Kompetenzfeld, das sagt er ja auch immer. Ja, aber dann hat er irgendwann später irgendwie Apple gekauft, wo es schon relativ teuer war, was er theoretisch dann auch außerhalb von seinem Kompetenzfeld war. Und man kann sich natürlich auch Hilfe holen. Und wenn man investiert, gerade Google hat ja schon früh als Konkurrent oder als Kunde auch wahrgenommen, weil er ist ja doch durch Medienassets groß geworden. Er hat ja mal die Buffalo Zeitung gehabt und Google ist ja so ein bisschen in dem ähnlichen Business. Oder sie waren von Geico, waren sie ein großer Kunde von Google. Und da glaube ich, als normaler Investor, der smart ist, sollte man schon verstehen, dass es ein kompletter Gamechanger war, dass das Businessmodell den herkömmlichen Zeitungen komplett überlegen ist und auch, dass Amazon eine Riesengefahr für den Einzelhandel ist. Gut, Amazon war immer teuer, aber Google, das hat auch mal irgendwann zum 16er KGV getradet. Da hätte man auch mal als Value Investor einsteigen können. Oder wie gesagt, dass man halt mal sich Hilfe irgendwo holt. Ja? Und das ist halt auch schon dieses Thema, ist Warren Buffett zu alt? Er ist natürlich definitiv sehr, sehr alt. Und jeder Mensch baut natürlich dann irgendwann im Alter ab. Und es ist halt dann die Frage, hat er noch dieses Gespür von Konsumertrends? Wie gesagt, Apple war natürlich auch mit seinen zwei Adjutanten, aber das ist halt wirklich sehr, sehr spät eingestiegen. Und ein guter Investor, ja, sagt er auch, if past history is all that it needs to play the game of money, the richest people would be librarians, also dass die reichsten Leute Bibliothekare werden. Und er schaut halt doch jetzt viel in den Rückspiegel und kauft halt eigentlich Sachen, die halt früh funktioniert haben, wie Finanzwerte, Versicherungen. Ja? Oder wenn, dann kauft er eine IBM aus dem Tech-Sektor, was wirklich eine sehr schlechte Aktie dort wäre und ein relativer Verlierer, weil sie günstiger ist, verkauft sie dann wieder. Also da hat er schon immer ein sehr unglückliches Händchen gehabt und da hätte er vielleicht halt auch einfach mal jemanden top holen sollen, dem er vertraut. Er kennt ja viele Leute und da einfach mehr machen sollen, vor allem wenn er so viel Cash-Reserven hat, allein auch so von der Absicherung. Und was natürlich auch normal ist, jemand, der 90 ist, versteht natürlich die Lebenswelt von einem 30-Jährigen auch nicht mehr. Und das ist schon wichtig als Investor, dass man die Konsumwelten versteht, welche Sachen sag ich, mehr genutzt werden, welche weniger. Und da hilft es natürlich dann, Kinder zu haben und irgendwie jung zu bleiben. Da ist man dann halt irgendwann von der Realität ein bisschen weiter weg, was sehr, sehr schlecht ist als Investor. Deswegen zum Beispiel, glaube ich, hat man auch einen Vorteil, wenn man ein normales Leben hat und zum Beispiel jetzt nicht irgendwie
in London oder in New York ein Investmentbanker ist, weil man da halt auch in einer krassen Bubble lebt und eigentlich nicht so viele normale Sachen so gut versteht. Und was man halt auch klar sagen, er ist halt groß geworden, was die meisten Leute ja auch nicht wissen, eigentlich durch Versicherungen und vor allem durch auch eine Versicherungen, wo er nicht Anleihen kaufen musste, sondern sehr, sehr viele Aktien kaufen konnte und hat dadurch natürlich einen riesen Vorteil gehabt, weil er diesen Float anlegen konnte. Und er hat eigentlich drei Sektoren gehabt, immer viel, sag ich mal, Versicherungen, Finanzwerte, auch Industrie und Öl. Ja? Und das sind eigentlich Sachen, die halt die letzten 10, 20 Jahre nicht gelaufen sind. Man kann ja immer natürlich sagen, 2, 3 Jahre läuft was nicht so gut, aber wenn wir halt eine sehr große Veränderung in unserer Wirtschaft und Gesellschaft haben, dann sollte man die schon erkennen. Und die beiden besten Sektoren seit 20 Jahren, wo die ich auch nachvollziehbar am besten finde, sind halt Tech und Healthcare. Und da ist er halt überhaupt nicht vertreten. Man könnte Visa noch ein bisschen als Tech bezeichnen. Und wenn man sich auch mal so das Aktienportfolio durchgeht, da weiß man jetzt auch nicht, warum man jetzt unbedingt damit den Markt schlagen sollte. American Express, Apple, ja, das ist auch alles Werte, die ich halt im ETF irgendwie drin habe. Und halt dann, wie gesagt, die Airlines sehen wir hier. Also ist das ein bisschen älter, glaube ich, vom halben Jahr. Aber das sind jetzt keine Werte, wo man sagt so, wow. Ja. Natürlich, was auch wichtig zu verstehen ist, ein Großteil der Bewertung von Berkshire Hathaway heutzutage sind nicht mehr die Aktien, die darin enthalten sind, sondern die Firmen, die er darin gekauft hat, also Geico und die Rückversicherung etc. Hat auch viel im Energiesektor. Also das ist der bessere Part, aber auch das Aktienportfolio ist jetzt nichts, was einen umhaut. Ja. War ja auch schon viele Jahre so. Ja. Und was natürlich auch schon seit 20 Jahren eigentlich diskutiert wird, das ganze Nachfolgethema, das ist, glaube ich, halt auch, was viele große Investoren dann irgendwie, ich verstehe das natürlich, man will die Schlüssel nicht abgeben, aber er ist halt langsam, wird es wirklich 89. Es ist immer noch nicht ganz klar, es gibt halt irgendwie Favoriten, das ist der Greg Abel und der H.H. Yang, die ja schon sehr, sehr lange mit ihm zusammenarbeiten, das übernehmen, dann hat er noch die zwei Investmentmanager. Aber es schafft halt Unsicherheit. Und er hat zwar gesagt, wenn er abbaut, gibt es einen Mechanismus, dass er die Schlüssel abgibt. Ja, aber ich meine, warum sollte er so viel anders sein als anderen alten Leute? Die haben ja auch immer Probleme, dann, sag ich mal, abzudanken und wollen es weitermachen. Und ist dieser Mechanismus dann wirklich so funktionstüchtig? Das ist sicherlich schon ein Fehler, dass man seine Nachfolge, glaube ich, in dem Alter, also ich verstehe es, dass man es nicht mit 60, 70 macht, sollte man einfach irgendwann klären. Weil er geht jetzt über die 90 zu und auch wenn er noch vielleicht 10 Jahre lebt, ja, also in 3, 4 Jahren muss man halt auch einfach sagen, sollte er so ein Großunternehmen allein wahrscheinlich nicht mehr führen oder zumindest sollte er, sag ich mal, auch professionelle Hilfe haben, wo dann auch irgendwie klar ist, dass diese Person auch im Rampenlicht stehen kann und Sachen übernehmen kann. Und das Zehnte wäre zu lasches Regiment. Ja, es gab ja mal den Skandal mit David Sokol, der ja schon mal als Nachfolger gehandelt worden ist. Der hat dann irgendeine Firma empfohlen für ihn zum Kaufen, wo er selber stark beteiligt war und ihm ein paar Monate viele Aktien gekauft hat. Das ist natürlich schon auch ein Compliance-Skandal, muss man sagen. Auch in Deutschland gab es ja so einen Betrug mit der Schulz-Gruppe, die ja irgendwelche Sachen gefälscht hat, wobei er da wahrscheinlich ja nicht involviert war, sondern es war ein Tochterunternehmen. Aber was vielleicht auch nicht jeder weiß, das ist ein ganz, ganz großes Erfolgskriterium von Warren Buffett, war jetzt nicht das Value Investing, sondern die Kultur. Und er hat halt in den 60er, 70er, 80ern hat er eigentlich Unternehmer gekauft, also echte Herzblutunternehmer, die das dann noch ein paar Jahre weitergemacht haben. Und aus verschiedenen Gründen halt verkaufen wollten. Aber die musste er nicht kontrollieren, weil die haben weitergearbeitet. Aber in diesem Unternehmen ist halt oft jetzt die nächste Generation dran. Ja, die Söhne, die vielleicht irgendwie verhätschelt sind oder irgendwelche Manager. Und die Firma ist halt auch einfach so groß geworden, wo es halt auch dann nicht mehr diese Accountability gibt zu ihm persönlich. Ja, wenn er früher 20 Firmen gehabt hat, dann hat er die Leute noch persönlich gekannt. Dann waren die Leute ihm noch verpflichtet. Heute ein kleines Unternehmen hat er halt viele Jahre nicht gesehen. Da wuschten halt schon viele so vor sich hin. Zumal es ja auch keine harten Konsequenzen gibt, weil seine Strategie ist ja auch immer alles zu halten und zur Not geht's pleite. Das kann man, Dezentralität hat sicher seine Vorteile, das finde ich definitiv gut.
aber man kann es schon ein bisschen kritisieren und er ist sicherlich nicht jemand, der von seiner Persönlichkeit auf den Tisch schaut. Das waren also die 10 meiner Meinung nach Fehler, die er in den letzten 10, 15 Jahren durchaus gemacht hat. Er hat natürlich, insgesamt ist es natürlich, ich bin auch weiterhin investiert, allerdings deutlich weniger als noch vor ein, zwei Jahren. Auch aus der aktuellen Krise sind sie ein relativer Verlierer, weil sie viel Old Economy haben und Sachen, die darunter leiden werden. Und ich einfach auch so ein paar, man hat ja natürlich seine Vorbilder, aber das heißt nicht, dass man von denen alles eins zu eins übernehmen sollte und alles toll ist, was die machen. Wie gesagt, und was vielleicht, das ist kein Fehler, aber auch generell, ich habe ja dieses Work-Life-Mind-Balance-Modell. Für mich zum Erfolg im Leben gehört ja nicht nur der finanzielle Erfolg, sondern auch als Person, was Warren Buffett sicherlich ist, aber so ein Privatleben war er wahrscheinlich auch nicht so erfolgreich. Ja, seine 3 Kinder sind eher unglücklich, hat auch nur einen Enkel, er hat seine Kinderfrau in zweiter Ehe geheiratet, also so richtige Beziehungen sind es glaube ich auch alles nicht, weil er hat halt einfach immer nur Aktien gemacht und alles andere hat ihn nicht so interessiert. Und das muss man halt auch einfach immer wissen, Erfolg hat seinen Preis, also wenn man da ganz oben irgendwie landet, gibt man eigentlich immer auch extrem viel auf oder muss sich halt nur darauf fokussieren und das ist halt auch immer die Frage, inwieweit es das wert ist oder ob man bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Ja. Also was wäre dann mein Fazit, also definitiv hat er die besten Zeiten hinter sich. Auch einfach aufgrund des Gesetzes der Größe, weil die Firma einfach so groß ist und weil der die falschen Industrien und Sektoren auch hat und sich darin auskennt. Es ist aber immer noch ein super Hedge für die Old Economy, eine Alternative zum S&P 500 ETF. Und man kann natürlich extrem viel von ihm lernen. Also kann ich jedem empfehlen, auch mal die Primärliteratur zu lesen. Gibt es, glaube ich, als Kindle zum Runterladen. Da kann man alle Geschäftsberichte sich anschauen. Und ein, zwei sehr gute Bücher, wie das von Löwenstein und How Snowball, sind auch hier eingeblendet. Also das definitiv, es ist ein absolutes Vorbild, aber kein Investor ist fehlerlos. Und aber das waren, wie gesagt, halt doch ein paar auch Fehler, die, sag ich mal, unforced waren. Ne? Es gibt ja Sachen, ich investiere in 5 Sachen und ich weiß, ich spekuliere auf das oder das. Und zweimal geht es schief, das ist ja kein Fehler, sondern es ist Teil des Geschäfts. Aber ich glaube, ein paar Sachen darf man auch schon zu Recht kritisieren, vor allem, wenn man so eine große Firma führt, so viel Verantwortung hat und sich doch auch selber als vielleicht größter Investor des 20. Jahrhunderts sieht. Das war also meine Meinung zu den 10 Fehlern von Warren Buffett in den letzten 10, 15 Jahren. Wenn dir das Video gefallen hat oder wenn ihr noch andere Fehler von ihm kennt oder eure Meinung, gerne kommentieren, liken und natürlich dem Kanal beitreten und meiner kostenlosen Finanzpost.